Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von 04 Plus heute am Freitagabend. Unser erster Beitrag zum Ende der Woche führt uns nach Brandis. Dort wird seit einigen Jahren das Thema Jugendbeteiligung sehr groß geschrieben und diese vor allem auch gefördert. Jetzt wurde zu einer Wahlparty geladen, denn um auch bei Themen rund um die Stadt mitgestalten zu können, soll die Jugend eingebunden werden und ein Jugendbeirat wurde gewählt. In Brandis wurde zur Wahlparty geladen. Passend zum Ort, dem Jugendbüro Spock, ging es dabei um die Wahl des Jugendbeirates. Die Wahlplakate an den Fenstern zeigten bereits, dass sich viele Jugendliche mit konkreten Ideen und Vorhaben an der Gestaltung und Zukunft der Stadt beteiligen wollen. Dieser Wahl ging ein längerer Prozess zuvor. Vor allem in den vergangenen beiden Jahren stand die aktivere Jugendbeteiligung im Fokus der Stadt. Durch eine Förderung des Freistaates Sachsen wurden die Möglichkeiten einer nachhaltigen und verankerten Jugendbeteiligung in verschiedenen Prozessen erörtert und untersucht. Mit dem Ergebnis der Etablierung eines Jugendbeirates, welcher als offizielles Gremium die Themen der Jugend im Stadtrat anbringen kann. Die Koordination soll über das Jugendbüro Spock als Schnittstelle zwischen Stadt, Schulen und Jugendlichen erfolgen. Im vergangenen Jahr ging es dann vor allem darum, die Prozesse innerhalb der schulischen Abläufe in den Schulalltag mit einer inhaltlichen Andockung an die Lernbereiche zu integrieren. Ob im Gemeinschaftskundeunterricht oder als Ganztagesangebot. Das Wahlprozedere wurde beleuchtet, Plakate gestaltet, kommunale Arbeit näher gebracht. Mit Erfolg. Und so konnte vom 27. November bis zum 8. Dezember dann gewählt werden. Den Jugendlichen war dabei wichtig, dass die Inhalte im Vordergrund stehen, weshalb die Kandidatinnen und Kandidaten sich anonym zur Wahl stellten. 10 waren es an der Zahl, 6 davon ziehen in den Jugendbeirat ein. 246 Stimmzettel sind eingegangen, die während des beweglichen schulfreien Tages Mitte Dezember dann ausgezählt wurden. Einige Favoriten kristallisierten sich bereits zu Beginn der Auszählung heraus. Am Ende wurden die Namen der 6 vordersten Plätze veröffentlicht und die Mitglieder des Jugendbeirates, welche für ein Jahr gewählt ist, standen fest. Für Bürgermeister Arno Jesse ist dies ein weiterer Schritt in Richtung ganzheitlicher Jugendbeteiligung, wodurch die Stimmen der jüngeren Generationen in die Entscheidungsprozesse der Kommune eingebunden werden können. In den kommenden Wochen wird es nun eine konstituierende Sitzung geben und dann wird die Jugendbeteiligung in Brandis nochmal auf ein anderes Level gehoben. Sowie die Stimme der Jugend in den kommunalen Belangen, ob Freizeitgestaltung, Bildung, Umweltschutz, Stadtentwicklung und vieles mehr, noch mehr Gehör verliehen. Damit, liebe Zuschauer, kommen wir nun zu den Nachrichten im Überblick. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Arbeitsagentur, Jahresbilanz und Zahlen im Dezember 2023. Arbeitsagenturchefin Susanne Heine reflektiert die Arbeitsmarktentwicklung 2023 und gibt einen Ausblick. Die Arbeitslosigkeit in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen stieg im Jahresdurchschnitt um 6,7%, hauptsächlich bedingt durch den Ukraine-Konflikt und konjunkturelle Einflüsse. Im Dezember stieg die Arbeitslosigkeit weiter, trotz gleichzeitigem Zuwachs bei den Beschäftigungsaufnahmen. Heine betont, dass der Arbeitsmarkt aufnahmefähig ist und Unternehmen weiteren Personalbedarf haben. Die Arbeitsagentur bietet verbesserte Online-Services von Arbeitslosenmeldung bis zur Leistungsbeantragung. Im Landkreis Nordsachsen endete das Jahr 2023 mit vergleichsweise positiven Nachrichten, besonders bei langzeitarbeitslosen Personen. Der Fokus des Jobcenters Nordsachsen für 2024 liegt auf beruflicher Weiterbildung und nachhaltigen Arbeitsaufnahmen. Insgesamt waren im Dezember rund 14.500 Personen arbeitslos gemeldet, ein Anstieg um 2,6% gegenüber dem Vormonat und 4,0% gegenüber dem Vorjahr. Im Landkreis Leipzig stieg die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt um 8,3% auf rund 7.430 Personen. Im Dezember betrug die Arbeitslosenquote 5,8%, ein Anstieg um 0,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. 2023 ein erfolgreiches Jahr für den sächsischen Tourismus. Die sächsische Tourismusbranche verzeichnete von Januar bis Oktober 2023 eine deutliche Erholung mit einem Gästezuwachs von 14% im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden über 6,7 Millionen Gäste und fast 17 Millionen Übernachtungen verzeichnet. Prognosen deuten darauf hin, dass Sachsen für 2023 mit 20 Millionen Übernachtungen rechnen kann. Ein Zuwachs von 12% gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieser positiven Entwicklungen stehen der Branche Herausforderungen
wie steigende Mehrwertsteuer und Energiepreise sowie Themen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bevor. Eine Kampagne soll zudem das Bewusstsein für die Bedeutung des Tourismus stärken. Tagesreisen stellen neben Übernachtungen eine wichtige Säule dar, wobei ein Tagesgast durchschnittlich 30 Euro ausgibt. Die Tourismuswirtschaft in Sachsen ist durch eine mittelständische Struktur geprägt, aber im ländlichen Raum und kleinen Städten sind Rückgänge im Gastgewerbe zu verzeichnen. Jörg Markert, Präsident des LTV Sachsen, betont die Herausforderungen, sieht jedoch die Branche gut gerüstet und setzt das Ziel, den Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor weiterzuentwickeln. Kinder- und Jugendhilfe wurde 2023 mit 70 Millionen Euro gefördert. Das sächsische Sozialministerium hat im Jahr 2023 die Kinder- und Jugendhilfe mit rund 70 Millionen Euro gefördert. Der größte Anteil, knapp 36 Millionen Euro, floss in die Förderung der Schulsozialarbeit. Zusätzlich wurden Projekte in den Bereichen Jugend, Jugendverbands- und Jugendsozialarbeit unterstützt, um Infrastrukturen auf überörtlicher Ebene und Angebote auf örtlicher Ebene zu sichern. Die Zuwendungen wurden sowohl an Träger der freien Jugendhilfe als auch an Landkreise und kreisfreie Städte als Träger der öffentlichen Jugendhilfe vergeben. Sozialministerin Petra Köpping betonte die Bedeutung dieser Investitionen in die Zukunft der Gesellschaft und lobte das Engagement aller, die sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. Die Förderung des Sozialministeriums erstreckt sich über 6 Richtlinien und deckt verschiedene Bereiche wie Schulsozialarbeit, präventiven Kinderschutz, Jugendhilfeeinrichtungen und überörtlichen Bedarf ab. Für diese Förderbereiche sind im Haushalt 2024 rund 71 Millionen Euro vorgesehen. Grimma. Nachdem sich der Pegelstand der Mulde längerfristig wieder unter der ersten Alarmstufe einfand und in den vergangenen Tagen bereits vereinzelte Flutschutztore wieder geöffnet wurden, sind nun am 3.1. alle restlichen Tore entlang der Hochwasserschutzanlage wieder offen. So auch an der Polizei, wo die Gelegenheit gleich genutzt wurde, direkt einmal durchzulüften und die Schreckmomente rund um das Hochwasser wieder herauszulassen. Die erwarteten Regenmengen der kommenden Tage scheinen aktuell keine Gefahr darzustellen. Unterstützung der Krankenhäuser durch Freistaat. Sachsen unterstützte die Investitionen von Krankenhäusern im Jahr 2023 mit etwa 193 Millionen Euro, so Gesundheitsministerin Petra Köpping. In der gesamten Legislaturperiode beläuft sich die Unterstützung bereits auf 400 Millionen Euro. Die Finanzmittel sollen dazu beitragen, Krankenhäuser und Kliniken in Sachsen zu modernisieren und zu erweitern. Die Gesundheitsministerin betonte, dass diese Maßnahmen nicht nur den Patienten zugutekommen, sondern auch den Mitarbeitern innovative und moderne Arbeitsplätze bieten. Im kommenden Jahr sollen weitere 64,45 Millionen Euro für Einzelförderung bereitgestellt werden. Überprüfung des Hochwasser-SMS-Warnsystems in Grimma. Die Stadt Grimma überprüft turnusgemäß die im Hochwasser-SMS-Warnsystem hinterlegten Telefonnummern, das nach der Hochwasserkatastrophe 2002 eingerichtet wurde. Das Ordnungsamt nimmt bis zum 12. Januar telefonisch Kontakt auf, um sicherzustellen, dass die Kontaktdaten aktuell sind. Die regelmäßige Überprüfung ist entscheidend, um im Ernstfall möglichst viele Menschen über das Hochwasser-SMS-System zu erreichen. Auf der Website www.grimma.de/hova-sms können Bürger ihre Daten aktualisieren oder neue Informationen hinzufügen. Der Service ist kostenfrei. Das System enthält derzeit 800 Telefonnummern. Neben dem Cell-Broadcast, der nahezu jedes Telefon im Notfall erreichen soll, sendet das Hochwasser-SMS-System der Stadt Grimma detaillierte Informationen zu Hochwasserstufen, Pegelständen und Trends, ohne persönlichen Kontakt herzustellen, ermöglicht jedoch eine schnelle und effektive Warnung der Stadtverwaltung im Gefahrenfall. Entsorgung ausgedienter Weihnachtsbäume. Die Entsorgung von ausgedienten Weihnachtsbäumen im Landkreis Leipzig ist bis Ende Februar an allen Wertstoffhöfen kostenlos möglich. Vor Abgabe sind sämtlicher Schmuck wie Lametta und Kugeln zu entfernen, da die Bäume kompostiert werden. Alternativ können die Bäume auch selbst kompostiert werden. Beachten Sie, dass das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen einschließlich Weihnachtsbäumen generell verboten ist. Die getrockneten Stämme dürfen jedoch zerkleinert im Kamin verfeuert werden. Weihnachtsbaumverbrennungen als Brauchtumsfeuer sind nur im Einzelfall erlaubt, abhängig von Entscheidungen der Gemeinden und in Abstimmung mit dem Umweltamt. Dennoch wird aus ökologischen Gründen empfohlen, auf das Verbrennen zu verzichten. Anmeldungen zum Einsmuldental-Triathlon ab sofort möglich.
Am 18. August 2024 findet zum 19. Mal der 1-Muldental-Triathlon in Grimma statt. Neu im kommenden Jahr ist die Einführung einer olympischen Distanz neben den Sprintdistanzen, dem Veolia-Team-Triathlon und dem IKK-Classic-Firmencup. Ziel ist es, mehr Ausdauersportler für das Event zu gewinnen und Grimma als bedeutenden Triathlon-Standort in Ostdeutschland zu etablieren. Der genaue Streckenverlauf wird im Frühjahr bekannt gegeben. Die Anmeldung für den 1-Muldental-Triathlon ist ab sofort möglich. Die Teilnahme ist begrenzt mit 150 Startplätzen für den 1-Energiesprint, 100 Startplätzen für die olympische Distanz und 40 Startplätzen für den Sparkassen-Supersprint. Der Wettkampftag wird traditionell von den Triathlon-Teams der 2. Bundesliga Nord eröffnet und Grimma bildet den finalen Saisonhöhepunkt für die Profis. Weitere Informationen sind unter www.muldental-triathlon.de verfügbar. Liebe Zuschauer, ich habe mir einen Lostopf oder eine Loskiste mit zur Hilfe genommen. Da steht zwar drauf, dass wir Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen, was wir natürlich auch im Namen unseres gesamten Teams auch immer noch tun. Wir gehen aber zurück in die Adventszeit, denn dort haben wir Sie ja jeden Tag auf einen Rundgang zu den Weihnachtsmärkten in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen mitgenommen. In der 3. Woche des Gewinnspiels waren wir unterwegs in Panitzsch, in Oschatz, in Hoburg, in Markkleeberg und in Burna. Und zu gewinnen gab es einen 50-Euro-Gutschein, oder den gibt es auch immer noch, vom Card Center in Grimma. Kommen wir nun zu dem Gewinner. Der da lautet: Catchy8 hat auf YouTube teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch! Zückt eure Reiseoutfits, schnappt euch die wilden Tiere, im Februar geht es auf Safari-Reise. Der Muldental Faschingsclub führt euch, jenseits von Muldental, auf Safari in die Kulturscheune Nimschen. Ganz egal, ob für die Safari-Reise mit Reiseführern, die hochkarätige Hausmusik präsentieren, die darauffolgende Faschingsparty, die Safari ganz im Zeichen der Schlagermusik, dem Kinderfasching für die kleinen wilden Tiere oder die große Rosenmontagsparty. Reisetickets gibt es bei Muldental TV in der Langenstraße 3 in Grimma. Das Team vom Restaurant Arthos in Grimma möchte gemeinsam mit Ihnen in das neue Jahr starten und Sie kulinarisch mit griechischen Spezialitäten verwöhnen. Im Herzen der Stadt Grimma startet ab 4. Januar eine besondere Aktion. Jeweils montags, dienstags und donnerstags gibt es alle Gerichte zum pauschalen Preis von 15,90 Euro. Die Aktion läuft bis zum 1. Februar. Schauen Sie vorbei und lassen Sie es sich schmecken. Frohes Neues! Wir wünschen unseren Mitgliedern, Mietern und Geschäftspartnern einen guten Start in das neue Jahr. Mit uns wird faires Wohnen wahr. Zum Beispiel in unseren schönen und modernen über 100 Quadratmeter großen Wohnungen mit großzügigem Balkon. Diese sind eines unserer aktuellen Bauvorhaben in der Südstraße. Ab Februar bezugsfertig, nur noch 3 Stück sind verfügbar. Starten Sie gemeinsam mit uns in das neue Jahr und finden Sie mit uns Ihr Zuhause. Hinter mir sehen Sie die Mulde in Grimma. Zu Weihnachten war der Pegel durchaus weit höher und traf vor allem auch Wurzen und den Ortsteil Denitz. Dort haben wir aktuelle Bilder für Sie mitgebracht. Keine Frage, der Gasthof zur Fähre in Denitz liegt idyllisch an der Mulde und ist Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern. Doch die Nähe zur Mulde ist Segen und Fluch zugleich. Bei Hochwasser ist der Gasthof fast automatisch betroffen, so auch zu Heiligabend 2023. Als das Wasser der Mulde in Wurzen erheblich stieg, war der Gasthof schnell komplett von Wassermassen umschlossen. Am 24. zur Mittagszeit, wo wir selber mit der Familie eigentlich Weihnachten feiern wollten und schön Mittagessen vorbereitet hatten, stieg die Mulde rasant an und lief dann auch langsam bei uns über den Freisitz, so dass wir unser Weihnachtsessen in der Familie dann auch beenden mussten. Und
die Kinder dann eben losgemacht sind, weil sie woanders wohnen, der Schwiegervater losgemacht ist. Und wir haben die Sache beobachtet und es stieg und stieg und stieg und hörte halt nicht auf, bis Mitternacht dann so ziemlich der Höchststand erreicht war und, sag mal, bei uns auf dem Freisitz so 80 cm Höhe dann erreicht hatte. Das in den 1950er Jahren erbaute Gebäude, es hat so manches Hochwasser der Mulde miterlebt, inklusive der zerstörerischen Fluten im August 2002 und Juni 2013. Eine solche Hochwasserlage zu Weihnachten, daran kann sich auch Sirko Wedekind nicht erinnern. Schon gebuchte Weihnachtsessen mussten abgesagt werden, die Gaststube blieb leer. Umsatz, der schon fest eingeplant war, fiel aus. Ja, also erster, zweiter Weihnachtsfeiertag war natürlich ausgebucht, mehrfache, also Doppelbelegung hatten wir zum Mittagstisch und abends dann auch noch Vorbestellungen. Und das haben wir dann jeweils an dem Tag vormittags absagen müssen. Wir wussten am ersten Feiertag noch nicht, wie es am zweiten dann aussieht, ob das Wasser vielleicht weg ist und wir doch noch was schaffen. Aber das war nicht möglich. Wie das Wasser in Haus und Keller, schwappte dann aber eine Welle der Hilfsbereitschaft über den Gasthof. Also es war enorm, schon von Anfang an, wo die Leute mitgekriegt haben, dass das Wasser halt so hoch steht. Es waren ja dann auch Drohnenbilder schon in der Zeitung und in den Medien, so dass die Leute das auch relativ schnell mitbekommen haben und reagiert haben. Es kamen sofort Hilfsangebote, da war das Wasser noch gar nicht weg. Ich soll bloß Bescheid sagen, egal ob per Mail oder per Telefon von Freunden, die eben auch meine private Nummer haben. Also ja, sehr viel Hilfsbereitschaft haben wir erfahren. Ohne die vielen fleißigen Hände würde es heute wohl nicht schon wieder so aussehen. Einige Schäden, wie der kaputte Steg, müssen noch repariert werden. Im Großen und Ganzen hat der Gastwirt abseits des finanziellen Schadens durch die entgangenen Gäste aber noch Glück gehabt. Also extrem will ich es, als extrem möchte ich es nicht bezeichnen. Wir sind jetzt die letzten 10 Jahre nach 2013 wahrscheinlich auch ein bisschen verwöhnt. Wir haben seit 2013 nicht einmal wieder Hochwasser gehabt. Oder so, dass es eben auf dem Freisitz stand. Wenn ich die Jahre zuvor betrachte, also wir haben ja 1995 angefangen, da hatten wir regelmäßig kleinere Hochwasser. Das war schon etwas höher, war schon etwas größer, aber nicht außergewöhnlich. Auch das Clubhaus der Wurzener Ruderer in Sichtweite war betroffen. Auch dort sind aber zum Glück keine schlimmeren Schäden entstanden. Der Fährgasthof in Denitz hat inzwischen schon wieder regulär geöffnet. Also wir haben dann, dank der vielen Hilfe, haben wir den Schlamm, den Dreck relativ schnell beseitigen können, sodass man trockenen Fußes auch wieder hierher kommt und keine Gummistiefel mehr braucht. Und wir haben dann eigentlich, naja, den Tag nach Weihnachten schon mittags wieder geöffnet gehabt und auch schon Gäste empfangen, die eigentlich zu Weihnachten kommen wollten, sind dann halt einen Tag später gekommen, wo wir auch sehr dankbar sind. Also die Gäste können gerne wieder uns besuchen und bei uns essen. An einigen Stellen kann man noch die Wassermassen erahnen, die am 24.12. den Gasthof komplett von der Außenwelt abschnitten. Die Mulde selbst hat sich aber inzwischen glücklicherweise wieder in ihr Flussbett zurückgezogen. In Wurzen und dem Wurzener Land gemeinsam auch mit der Stadt Leipzig ging es in den vergangenen 5 Jahren besonders um nachhaltige Projekte. Im Dezember wurde zum Abschluss des Projektes wertvoll geladen, was aber zeitgleich auch eine Zukunftskonferenz war. Denn es ging darum, wie die vorhandenen Projektideen nun verstetigt werden können. Einladung zur wertvollen Zukunftskonferenz, hieß es in einem Schreiben der Kommunen des Wurzener Landes sowie des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig. Im Zentrum dessen stand am 8. November in Wurzen das Projekt Wertvoll, welches die interkommunale Zusammenarbeit sowie die zwischen Stadt und Land gemeinsam mit der Stadt Leipzig in den vergangenen 5 Jahren besonders geprägt hat. Der Bennewitzer Bürgermeister Bernd Lackwa schätzt die Arbeitsweise der Stadt-Land-Allianz, die sich hier gebildet hat, die jederzeit auf Augenhöhe stattfand. Am Anfang, wie jeder Weg, war es holprig.
Man musste zueinander passen. Wenn man die Zeit betrachtet, war es eine sehr kurze Zeit, um sich anzupassen. Dazwischen, und das war das hervorragende Mittel, die Stabsstellen, die zwei Personen, die wir installiert haben in der Stadt Leipzig und im Wurzeler Land, haben alle Türen zu allen Behörden so schön geöffnet, dass es immer auf Augenhöhe stattfinden konnte. In über 5 Jahren ging es um die Themen Wasserschutz, Klimaschutz, Biodiversität und regionale Wertschöpfungsketten, was in verschiedensten Projekten ausgetestet und umgesetzt wurde. Es ging darum, Potenziale herauszufinden und diese langfristig zu nutzen. Mit Erfolg, so die Projektbeteiligten. Ein Vorteil ist, dass man sich kennt, dass man auf Augenhöhe miteinander für Stadt und Region agiert und dass man vor allem die Themen, die im Projekt wertvoll ja relevant sind, da geht es um Ernährungssicherheit, um Produktion, um Wertschöpfungsketten. Es geht aber auch um nachhaltige Landentwicklung bis hin zum Trinkwasserschutz. Also dass man diese Themen als Stadt und Region gemeinsam im Blick hat und an dieser Stelle auch im Sinne unserer Menschen arbeitet. Und das dürfen die Menschen erwarten und das hat das Projekt nochmal befördert. Insofern war das ein gutes Projekt für uns. Bürgermeister Heiko Rosenthal betont, dass Stadt und Land voneinander partizipiert haben, beide aber auch bei solch übergreifenden Themen aufeinander angewiesen sind, um möglichst hohe Potenziale nutzen zu können. Also wichtig war, glaube ich, erstmal herauszuarbeiten, dass die landwirtschaftliche Produktion und die regionale Wertschöpfung, dass das für viele Menschen nicht nur Identität ist, dass viele Menschen davon auch leben und dass es für uns alle auch ein Qualitätsmerkmal sein kann, wenn wir auch darauf achten, wo unsere Produkte herkommen, die wir dann auch täglich im Supermarkt kaufen. Und dass wir durch unsere eigene Nachfrage auch verloren gegangenes Wissen, aber auch verloren gegangene wirtschaftliche Kreisläufe wieder aktivieren können. Und das nicht nur im Ernährungsbereich, sondern das ist auch im Projekt weiterentwickelt worden, auch dass Landwirte gegebenenfalls bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie auch für sich neue Wertschöpfung entdecken können. Zum Beispiel eben Agrarholz, was dann eben durch in Kurzumtriebsplantagen auch als Brennstoff dann wiederum in Nahwärmenetze eingeführt werden kann, um so zum einen die auch Wärmewende, die klimaneutrale Wärmewende zu realisieren. Und gleichzeitig aber auch Landwirten, denen wir ja in echt dann auch Nutzfläche abnehmen, trotzdem über eben ein neues Produkt entsprechend Wertschöpfung generieren und damit Umsatz und Arbeitsplätze sichern. Also auch das ist Teil von wertvoll und jetzt gilt es da dann auch anzusetzen und dann im großen Maßstab das auch zu initiieren. Um den Blick auch in die Zukunft zu führen, folgte an diesem Tag ein Impuls, wie eben diese wertvollen Themen verstetigt werden können und wie der Übergang aus der Entwicklung in das alltägliche Handeln gelingen kann. Projekte können verstetigt werden, indem sie einen ökonomisch soliden Rahmen bekommen. Das heißt, wir müssen die Ökonomie der Ergebnisse betrachten und auf dieser Basis eine Investition tätigen, die rentierlich ist. Und wenn wir das zeigen können, ob das bei regionalem Essen ist, bei regionalen Wasserssparkonzepten, bei regionaler Energie, bei regionalen Agroforstsystemen, wenn wir zeigen können, dass eine Investition sich wieder erwirtschaftet, dann haben wir den ersten Schritt in die Verstetigung gemacht. Dann müssen wir die Schlüsselakteure noch davon überzeugen, müssen es erklären und müssen den Investor finden. Das heißt, wir müssen das System ökonomisch erklären. Das ist nicht ganz trivial, aber wird schon oft gemacht in Deutschland. Das würden wir jetzt auch mit den Ergebnissen von diesem wertvollen Projekt machen. Professor Heck sieht hier in der Region großes Potenzial. Aufgrund der Projektergebnisse bestehe hier auch ein gutes Forschungsfeld zur Verankerung der nachhaltigen Projektideen im ländlichen Raum. Ich schätze das Potenzial als riesig ein. Wenn die Stadt Leipzig quasi ihre Bedarfe verbindet mit den Potenzialen des Wurzeler Landes und eigentlich auch mit anderen Gemeinden. Wurzeler Landwerke sind ja nur ein Beispiel. Wenn Sie den Zirkel um Leipzig ziehen, gibt es ja noch andere. Wenn die Gelder, die hier existieren, aus verschiedenen Bereichen quasi immer assoziiert werden mit den Potenzialen der umliegenden Gemeinden, dann entsteht hier eine gigantische Wertschöpfungswolke, die nebenbei Klimaschutz macht, nebenbei Biodiversität macht und nebenbei Akzeptanz der Politik schafft.
Auch auf Landesebene stößt das Projekt auf positives Feedback. Staatssekretär Dr. Gerd Lippold sprach über die hiesigen funktionierenden Beziehungen, auch über administrative und parteiliche Grenzen hinaus, die Grundlage für diese erfolgreiche Stadt-Land-Partnerschaft sind. Die Innovationskraft im ländlichen Raum wurde an diesem Nachmittag und Abend an verschiedenen Stationen sichtbar gemacht. Diese gaben Einblick in die Arbeitsprozesse der vergangenen Jahre. Auch kulinarisch ließ sich die Region erleben, mit vielfältigen Produkten, die über den Tag verteilt gereicht wurden. Produkte, die hier erzeugt und zu Gerichten verarbeitet wurden. Auf ein großes Potenzial kann zurückgeblickt werden, für dessen Nutzung in Zukunft bereits Ideen bestehen. Erst einmal müssen wir uns jetzt mit der Stadt Leipzig ins Benehmen setzen. Und hier gibt es auch schon ganz konkrete Vorschläge, wie wir die Stabsstelle verstetigen können. Denn das ist ja wirklich das Mittel, um Wurzner Land und die Stadt Leipzig nach wie vor zusammenzuführen. Des Weiteren müssen wir dann die Ideen weiter fortsetzen und dann wirklich die Prioritäten festsetzen. Wie machen wir weiter mit der Stabsstelle und natürlich den Produkten, die wir jetzt hier entwickeln wollen. Und ich denke, damit haben wir erst einmal sehr viel vor der Brust, um das zu lösen. Im Rahmen eines Zukunftsmarktes konnte zu den verschiedenen Themen, die das Projekt wertvoll umfassen, in Austausch getreten werden. Ob im Bereich Ernährung, Stadt und Land, Klimaschutz, Wasserschutz oder im Rahmen eines Improvisationstheaters mit Wurzens Oberbürgermeister Marcel Buchter sowie Bürgermeister Lacqua. Hier wurde es dann schnell konkret, wie es denn genau weitergehen kann. Mit dem Bürger reden. Die Bürger mitnehmen, Genossenschaften gründen, energieeffizienter einsetzen, um die Produkte im ländlichen Raum bekannter zu machen, um auch für die Stadtmenschen sie greifbar zu machen. Ein erfolgreicher Abschluss mit Blick nach vorn. Auch Landrat Henrik Reichen betonte die gute Beziehung zwischen Stadt und Land, die hier aufgebaut wurde in seinen Abschlussworten zum Abend. Ein Potenzial, welches genutzt werden kann und wie die vergangenen Jahre zeigten, sicherlich auch wird. Wie die Wetteraussichten für das kommende Wochenende werden, sehen Sie nun in unserem Wetter. Das erste Wochenende des Jahres wird noch nicht winterlich. Am Samstag und auch am Sonntag wechseln sich in unserem Sendegebiet Wolken und Sonne ab. Die Temperaturen liegen morgens bei 2 Grad. Im weiteren Verlauf des Wochenendes wird es zwar immer trüber und die Sonne ist kaum noch zu sehen, es bleibt aber meist trocken bei Werten von bis zu 6 Grad. Nach derzeitigen Aussichten wird es Anfang der nächsten Woche stetig kälter und damit auch etwas winterlicher. Mehr dazu in unserem Magazin ab Montag. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen ein wundervolles Wochenende. Wir sehen uns hier wieder am Montag um 19 Uhr.